die elektronischen Geräte. Genau, und eine Möglichkeit, damit wirklich zu arbeiten, das Organ zu konzentrieren, waren Akkumulatoren. Ja. Ne? Eben. Und einen davon, also ein Akkumulator, ist also ein durch spezielle Schichtung aufgebauter Raum. Ja. Der in seinem Inneren dann das Organ konzentriert. Und zwar das nicht das Dudley-Organ, sondern das Organ, von dem es auch verschiedene Abstufungen gibt, also verschiedene Farbschattierungen, wie Carter das auch genannt hat. Und in Arnfels steht ein Organ-Ei, das ist eine sehr interessante Verbindung zwischen der Arbeit Reichs und Schaubergers. Ja, das ist also dem Wolfgang Wiedergut zuzuschreiben und seiner Gruppe. Die da also der letzte Sendung zu Gast war und äußerst interessanter Gast war. Ja, in hervorragender Weise versucht haben und also ein tolles Projekt durchgezogen haben. Am Sternhof ist das in Anfels übrigens, genau. Wo wir ein Organ-Ei in gemeinsamer Arbeit, ich nur ein bisschen dabei, aufgebaut haben. Das besteht aus Eisenschichten, aus metallischen Schichten und organischen Schichten, in diesem Fall. In Anfels wurde Schafwolle verwendet. Natürlich, also biologisch, es gibt gar keine andere Schafwolle, aber also ungewaschene, ungebleichte. Ja. Und das wurde ganz, ganz toll und mit ganz viel Aufwand aufgebaut und ich glaube, wir haben da sehr tolles, also so wie wir letztes das auch erlebt haben, eine sehr tolle Sache zustande gebracht. Ja, wir waren dann auch drinnen letztes Wochenende und es war ein sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Es haben einige Leute am Platz. Übrigens kann man das auch gerne jederzeit besuchen, richtig, muss man sagen. Umkostenbeitrag 100 Schilling, glaube ich. Muss man gar nicht sagen jetzt. Also ich glaube, das kann man mit der Herrin des Hauses dort ohne. Naja, ist ja eh nur eine Geste. Also mein Gott. Ja. Um das geht es nicht. Also es ist absolut kein Geschäft irgendwie dahinter. Nein, okay, das ist und, sondern man kann es einfach unvoreingenommen ausprobieren. Genau. Und ich glaube, dass sehr viele sind von den Effekten überrascht, die man da erlebt, auch von dem Gefühl, auch von dieser eigenen Situation. Also was mich besonders immer berührt, ist diese eigene Situation, sich da wo reinzusetzen, in einen dunklen Raum. Völlig dunkel, ja. Völlig dunkel und in Ruhe da zu sitzen, was man eigentlich nicht sonst tut. Aber es fällt einem da drinnen auch gar nicht schwer. Also wie gesagt, wir sind alle drinnen gesessen, letztes Wochenende zu viert. Und die Woche bis jetzt war recht, also ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Sitzen im Organ zurückzuführen ist oder nicht, aber es hat schon meiner also Meinung nach... Beim Tarek ist einiges abgegangen. Naja. Naja, also ich habe zumindest, meine Verdauung hat ein bisschen rehabilitiert. Wir kennen alle kraftspendende Orte, an denen wir uns gern aufhalten. Und mir fällt dazu nur ein, dass ich mich als Kind immer wieder in Schränke gesetzt habe. Und hast du mit Alufolie ausgekleidet? Das nicht, aber es war für gewisse kontemplative Beschäftigungen sehr förderlich. Mhm. Ja. Ja, das war Kate Bush mit Cloud Busting. Und das Lied fängt an, I Still Dream of Organon. Organon hat also damit zu tun mit der Forschung, die Reich um 1951 herum betrieben hat. Wir kommen jetzt auf den späten Reich zu sprechen, wo er also... Also Organon war im Bundesstaat Maine. Bundesstaat Maine. Und dort hat er also seine... Er hat also das, was wir vorher besprochen haben mit den Akkumulatoren, das war eine eher medizinische Anwendung. Und er ist dann aber über alle Grenzen geschossen und hat hat dann die sogenannten Cloudbuster entwickelt. Er ist einfach draufgekommen, dass das Organon einfach in der Natur frei vorkommt, dass es überall da ist, dass es quasi im Lebensprozess integral involviert ist, dass es immer dieses Wechselspiel zwischen Dudley-Organ und Organ gibt. Und er hat dann also Geräte entwickelt, ich habe da ein Foto drauf auf der Website, auf der Reichseite, mit denen er also Wolken halt auflösen können und diese Wolken erzeugen können. Er ist dann auch nach Arizona gegangen und hat dort also die Wüste beregnet. Dort waren also 20 Jahre lang war da praktisch kein Regen und Reich hat das irgendwie wieder fruchtbar gemacht mit seiner Technologie und ist dann eigentlich auf global geologisch klimatologische Zusammenhänge gestoßen und hat einfach die Prinzipien, die der menschliche Körper und aus der Sexualität entwickelt hat, in der ganzen Natur wiedergefunden, was ich eigentlich sehr schön und auf jeden Fall logisch finde irgendwo. Aber zumindest intuitiv logisch natürlich. Logisch wäre Fehlerplatz. Aber es ist irgendwo intuitiv. Assoziativ passend. Hm? Ja, es passt irgendwie. Und ich meine, es gibt, auf den möchte ich auch noch kurz hinweisen, es gibt ja das Phänomen der Sprites und ich habe da letztens ein Foto entdeckt und es gibt da ein Foto auf der Infoseite vom Reich, krop.mur.at ohne www, mit C geschrieben. Und wenn man sich so ein Sprite anschaut, dann ist das
ein unglaubliches Ding, das also ein Blitz, der quasi nach oben geht. Und wenn man sich das Foto anschaut, das ist also unten so ein blauer Kegel und unten dann so eine rote Wulst, mitten im Weltraum, also an einer Oberfläche der Ionosphäre, nehme ich jetzt mal an. Und das ist dermaßen unglaublich. Also für mich ist das, hat das sicherlich auch etwas mit Reichsforschung zu tun, ja. Wenn auch dieser Zusammenhang meines Wissens noch nicht wirklich irgendwo gestellt wurde, zumindest habe ich nicht davon gehört. Ja, er hat dann zusehends Schwierigkeiten bekommen. Es hat dann eine Journalistin. Genau, Reich ist also, kurze Einladung, also du, Reich ist jetzt, ist dann also über alle Grenzen geschossen. Also ja, aber längst jenseits jeder sexuellen, jeder gesellschaftlichen Norm. Entschuldigung. Er ist dann über sehr klein. Ja, auch jeder sexuellen Norm gewesen. Und er ist dann aber weitergegangen mit seiner Forschung, hat weitere Zusammenhänge aufgestellt und. Er ist dann über die kleinsten Kleinigkeiten gestolpert. Er hat ständig das Institut für Atomenergie von seinen Forschungen benachrichtigt. Er war mit Oslo in Verbindung, was seine Krebs. Forschung betrifft und er ist dann über Kleinigkeiten gestolpert, das ist ganz interessant, über sehr, sehr geringe Dinge. Es wurden Artikel über ihn geschrieben, einer darunter in Harper's veröffentlicht, der sehr verleumderisch war. Der hat ihm dann die Verfolgung des Departments of Food and Drug Administration eingebracht, die ihn verdächtigt haben, er betreibe unlautere Vermarktung seines Orgonkastens, wie sie es genannt haben. Das wäre auch noch nicht schlimm gewesen, aber er hat in seinem Stolz, in seinem Wissenschaftlerstolz sich geweigert, der Vorladung zum Gericht Folge zu leisten und wurde dann wegen Missachtung des Gerichts zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, hat dann seine Haft angetreten und ist 8 Monate später an einem Herzinfarkt gestorben im Gefängnis. Meines Erinnerns war das viel kürzer, er war viel kürzer im Gefängnis, oder? Ich habe 8 Monate in verschiedenen Quellen. Okay, also 8 Monate war er im Gefängnis und ist dann gestorben. Ja. Und, obwohl er eigentlich während gesund war, zumindest nach einem Bekunden. Also ich habe ihn nicht getan. Es war nicht nur das Gefängnis. Kurz bevor er seine Gefängnisstrafe angetreten hat, das dürfte ihn wirklich gekränkt haben, hat der CIA seine gesamte Arbeit vernichtet. Sie haben sein Haus umgedreht, alles zerstört. Reichs Bücher wurden verbrannt. In Amerika wurden 3,5 Tonnen Bücher Reichs verbrannt. Ja. Das finde ich also abschauderlich. Vernichtung seines Lebenswerks mit ansehen und das dürfte ihm wahrscheinlich... Das hat ihn aufs Kreuz gebrochen. Ja. Ja. Wobei, also ich möchte eines noch sagen, weil du auch gesagt hast, also abgedreht in seine letzten Jahre und das wird auch in den Biografien oft... Es wird so dargestellt. Ja. Er ist dann irgendwie abgedreht und man muss doch aber irgendwo auch sehen, er war ein strenger Forscher, er war ein Naturforscher. Wenn auch nicht nach dem strengsten Sinne wissenschaftlich, weil er ja auch erkannt hat, dass die wissenschaftlichen Methoden, die wissenschaftliche Bürokratie eigentlich in die Wüste führen und nicht in das fruchtbare Land der Zukunft, was es sein sollte. Und hat verschiedenste Forschungen durchgeführt. Das Cloudbusting war eine seiner Anwendungen. Wenn man da liest, aber gewiss, also Vorkommnisse, es ist nicht so absurd. Auch die Vorrichtungen, die er verwendet hat, sind nicht absurd. No. Zum Beispiel zum Abziehen von Energien aus Wolken hat er benötigt große Mengen Wasser, zumindest anfangs. In seiner Anfangszeit, also wo er das begonnen hat zu erforschen. Man weiß ja heute zum Beispiel, die Forschung, was Homöopathie betrifft, was Clusterbildungen im Wasser, Moleküle und so betrifft. Stichwort geladenes Wasser. Geladenes Wasser. Heute wird Grander-Technologie verkauft und sonstige Wasseraufbesserungsanlagen, die vollkommen unphysikalisch, sagen wir mal im normalen Sinne, funktionieren. Hat er bereits erkannt und auch verwendet. Er hat also die Energie der Wolken umleiten können oder die sphärische Orgonenergie umleiten können ins Wasser oder ableiten können. Das hat er gebraucht. Und also gewisse Details, wenn man sich das anschaut, sind nicht unlogisch. Und wenn man sich die Berichte auch anschaut, von dem, die da dabei waren, haut es einen wirklich um. Ja, und deswegen auch diese nicht zu still zu kriegenden Vermutungen. Mhm. Dass diese Diffamierung des Reich und auch die jetzt noch immer bestehende Skepsis seinen späteren Jahren gegenüber, daher vielleicht kommt, dass
sehr wohl CIA, dass vielleicht doch auch gewisse Stellen sich sehr interessiert haben für seine Arbeit, ja. Aber dass er als Einzelgänger, wie er war, als autoritärer Forscher, zu gefährlich wurde. Beziehungsweise, dass sie sich vielleicht sehr interessiert haben für seine Arbeit, aber nicht für seine Arbeit. Das glaube ich auf jeden Fall. Dass sie sich sehr wohl genau angeschaut haben, was er getan hat. Heimlich, nicht öffentlich. Aber die Person Reich ist nicht angenehm. Ist ja ein Revoluzer gewesen, immer ja. Der Reich. Wie immer man jetzt zum wissenschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Gewicht dieser Forschungen stehen mag, muss man einmal dazu sagen, die Leute, die ihn bekämpft haben, die waren, was Paranoia angeht, im mindestens ebenbürtig. Und man kann auch seine eigenen Zugänge zu Theorien, die er nicht unterschrieben hat, die kann man auch auf ihn anwenden. Er hat zum Beispiel betont, dass jeder Mensch irgendwo Recht hat. Es gilt herauszufinden, wo. Genau. Und ich möchte auch noch, wir kommen jetzt zum Ende eigentlich schon. Er hat auch, was das UFO-Phänomen anbelangt, er hat sich auch damit beschäftigt und da haben ihn dann endgültig alle für verrückt erklärt und hat dann natürlich auch sehr einen eigenen Zugang gehabt dazu. Das heißt, er hat davon gesprochen, dass die Strahlung in der Atmosphäre, also teilweise die Verstrahlung der Umwelt und auch das Deadly Organ in der Umwelt mit diesem Phänomen zusammenhängt. Und es gibt auch Berichte, wonach er seinen Cloudbuster auf einen Stern gerichtet hat, der daraufhin verblasst ist, was ihm gezeigt hat, dass es gar kein Stern war, sondern, naja, was auch immer. Das heißt, er ist auch auf diesem Gebiet also sehr, sehr eigenwillige Wege gegangen. Also und vielleicht magst du noch da ein kleines Zitat so zum Abschluss aus dem kleinen Mann bringen. Gut. Die Rede an den kleinen Mann. Wir haben also nur über ihn geredet, jetzt lassen wir ihn wenigstens nur ganz kurz ja, und minimal selber sprechen. Es ist ein herausgerissenes Zitat. Okay. Vielleicht nur um Geschmack zu machen auf dieses Buch, um das geht's, das bitte jeder lesen sollte, der zuhört. Und er sagt, ja. Du wirst Mord und Totschlag rufen oder begehen, wenn du die Wahrheit hörst. Du hast all dies getan und dein Haus auf Sand gebaut, weil du nicht wagst, weil du unfähig bist, das Lebendige in dir zu spüren.